Herzlich willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute ein neues Tower Defense Game, Bloons 5. Jo, willkommen zurück, Leute. Heute spielen wir die Advanced, die schwierige, also fortgeschrittene könnte Advanced heißen, mein Englisch, ihr wisst ja. Die schwierige Map Lightning Scar und zwar auf Hard. Hard, Männerversion. Ja, nichts für kleine Kinder. Das ist für richtige Männer. So, was spielen wir jetzt? Genug gelabert. Wir spielen mit dem Monkey-Ingenieur, der ist am Anfang ganz gut, Leute. Setz mal hier hin und los geht's. Runde 1, nicht quatschen, anfangen so auf die Art, ne? So, am Anfang ist eh noch alles ein bisschen Pipifax und Kindergarten und bla bla bla. Runde 2. Wir sammeln ein bisschen Kohle. Jetzt habe ich auch das Problem, ich wollte jetzt gerade den verkaufen und hier die Spike Factory kaufen, aber es geht ja in zwei Richtungen. Das ist ein bisschen scheiße, Leute. Das ist ein bisschen kacke. Aber ich werde es trotzdem tun. Allerdings setzen wir den hier hin. Na komm. Oder hier hin. Hier setzen wir ihn hin. Und los geht's, Runde 3. Müssen wir aber früh upgraden, weil die kommen dann früh zur Spike Factory. Die hat nicht so viel Zeit hier Spikes zu werfen. Das ist ein bisschen ungut, aber es geht. Das ist noch kein Problem. Aber gut, wir haben auch Level 4 von 85. Also wenn wir jetzt schon ein Problem haben, dann weiß ich nicht. Müsste ein bisschen gesoffen haben, glaube ich. Und selbst da wäre das kein Problem. Ich möchte jetzt die Bananen farmen, wir wollen ja Kohle. Jo, auf jeden Fall die Bananen farmen als nächstes. Runde 7 haben wir. Ende dieser Runde schaffen wir es noch nicht, die Bananen farmen, die kostet 1080. Aber Ende nächster Runde sollten wir es hinkriegen. So, Runde 8. Zack, Bananenfarm ist gleich da. Lange wird es nicht mehr dauern. Und wir können sie bauen. Jetzt überlegen nur, wo ich es hinstelle, gemütlich. Dass sie mich nicht stört. Ich würde sagen, hier. Stellen wir sie hier nach oben. Runde 9, Leute. Spike-mäßig müssen wir ein bisschen was tun, sonst wird es schwierig hier. Ihr seht, geht schon an die Grenzen. Da müssen wir was machen, auf jeden Fall. Runde, was haben wir, Runde 10? Es läuft, es läuft, es läuft. So, was ich gesehen habe, Leute, und zwar zweimal dieses Upgrade macht auch was gegen Stahlblumen anscheinend. Also, sollte reichen. Können wir noch nicht upgraden hier. So, jetzt aber. Zack, dass die Stacheln mehr aushalten. Man sieht die Spikes hier auf dem braunen, schwarzen Untergrund ein bisschen schlecht. Das ist ein bisschen ungut, weil, ja, so seht ihr halt nicht so viel. Ich weiß nicht, wie es im Video ausschaut, aber hier ist es schon, nicht, dass ich blind bin, aber es ist ein bisschen schwieriger zu entdecken. Da stimmt ihr mir doch zu, weil es ist ein bisschen ungut, ne? So, das werden wir mal upgraden, damit wir mehr Bananen kriegen. Das hätte ich gleich machen sollen. Jetzt können wir hier ein bisschen Gas geben. Das nächste Upgrade 1510 werden wir auf jeden Fall nehmen. Wir wollen ja Moos. Runde 14, Leute. So, Runde 15. Die Spike Factory hat hier genug zu tun. Das auf jeden Fall. Runde 16. Dass man da was durchhaschelt. So, haben wir jetzt genug? Ja! Als nächstes ist der wieder dran, weil wir wollen hier keinen Stress haben mit den Bloons. Beziehungsweise die wollen Stress mit uns haben, aber wir nicht mit ihnen. Wir vernichten sie einfach. Ne? Runde 18. Sollte sich ausgehen Ende dieser Runde, dass wir die upgraden können. Jawohl.
geht sich aus. Ich glaube, jetzt kommen aber gleich Stahlblunts. Das heißt, ich werde vorher dieses Upgrade hier nehmen. Bevor ich noch mehr Spikes raushau. Ich hoffe, dass das kein Fehler ist, aber es wird hoffentlich gehen. Da will was durch. Wie frech sind wir denn, meine Blunts? Das ist schon leicht unverschämt, ne? Was die sich erlauben. Ah, geht sie noch nicht aus, aber bald hoffentlich 865. So, wir haben es. Brauchen wir dringend mehr Spikes, Leute. Runde 21. Ein paar mehr Spikes haben wir. War noch dringend notwendig. So, und jetzt gleich nochmal. Dazu brauchen wir 1300. Runde 23. Seht's, da kommt einiges. Und noch mehr Spikes. Jawohl, das war wirklich wichtig. Der muss mehr Spikes hier rauspfeffern. Wir haben Runde 24. Der Camouflage. Er ist weg. Ich nehme mal dieses Upgrade hier. Den werden wir eh gleich alle verkaufen. Dann wie immer die Village hin, dass wir es günstiger kriegen und so weiter. Ne? Runde 25, Leute. Runde 26. Die Spike Factory macht es hier super. Runde 27. Und er hat schon einiges zu tun, aber es geht noch. Es geht noch ohne Probleme. So. Und jetzt werden wir hier mal umdisponieren, Leute. Wir verkaufen das, wir verkaufen das. Wir stellen mitten in den Weg. Und stellen wir die hin. Hier. Und rauf noch eine Monkey Village. Den stellen wir hier hin. So. So steht er gut. Hat er in der Range, genau. Schön upgraden, damit es keinen Stress gibt. Dann nehmen wir noch unsere Bananenfarm. Die stellen wir hier hin. Die ist in der Range. Jawohl, schön upgraden. Und als nächstes das hier, damit wir mehr Spikes haben. Wir wollen ja hier wirklich keine Probleme. Ja, es funktioniert. Die töten die Stahlblunts. Finde ich gut, finde ich gut. Ich bin immer davon ausgegangen, dass wir Dicken brauchen, aber die machen das auch. Muss ich irgendwie, ja, ich sag mal Denkfehler, ne? Man kann mal einen Fehler passieren, aber upgraden ist ja nichts Falsches, von daher ist das total in Ordnung, ne? Jetzt überlege ich vorher, was machen wir? Zuerst das vielleicht sogar. Das geht noch ganz gut mit den Stahlblunts, das ist jetzt nicht das größte Problem, die werden schön zerfetzt. Jo, Leute, wir machen das wirklich. Zuerst das hier upgraden, aber als nächstes kriegt er hier die. Damit er stärker wird. Ihr seht, jetzt geht's wirklich an den Grenzen langsam. Da geht auch was durch. Da müssen wir nachlegen auf jeden Fall. Aber einmal nachlegen ist ja nichts Schlimmes. Runde 32 haben wir. Aber die Spike Factory geht an die Grenzen langsam. Runde 32. Haben wir genug? Ja, wir haben die dicken Spikes jetzt. Die dicken Dinger. Runde 33, Leute. Ich werde es jetzt nicht erwähnen, aber ich drücke mal öfters auf Save so ab. 30, 40 sollte man wirklich jede Runde. Sicher ist sicher, Leute. Sicher ist sicher. Runde 34. Keinerlei Problem. Spike Factory macht das. So, haben wir geschafft. Runde 34. Wir speichern mal. Was nehme ich jetzt als Upgrade? Wir machen mal das da und dann das da, dass wir Kohle kriegen. Spike Factory kommt klar, das ist nicht das Problem. Runde 35 haben wir übrigens. Regenbogenblumen, auch keinerlei Problem für unsere Spike Factory. Runde 36. So, sollte sich gleich ausgehen hier. Jawohl, kriegen wir mehr Kohle. Runde 37. Einige Stahlblunts, keinerlei Problem.
die zerpoppen hier schön an unserer Spike Factory. Auch die Camouflags sind kein Problem. So, und wir schauen mal, wie weit geht der. Das heißt, ich kann da oben einen Bloom-Chipper hin, das werde ich tun. Der was mal gleich die stärksten raussaugen soll. Kriegt natürlich gleich ein Upgrade hier, ein Double Upgrade. So, das können wir auch nehmen, damit wir für den Boss gerüstet sind. Weil der muss die Bosse dann raussaugen, das geht sich aus, der ist in der Range. Der muss schön die Bosse raussaugen dann. Ein bisschen die Spike Factory, ich sag mal, entlasten. Runde 39. Wir werden dann auch noch einen zweiten Bloom Chipper dahin. Weil das muss alles da oben platt machen, platt gemacht werden. Normalerweise mache ich hier dann was und hier, aber ich will es jetzt mal da oben machen. Das ist eigentlich eine größere Herausforderung, weil es darf da gar nichts durch. Ich habe da keinerlei Sicherheit da hinten, Leute. Später baue ich mir zur Sicherheit noch eine Spike Factory hier und hier, nur zur wirklich allerletzten Sicherheit. Aber ich möchte die da oben jetzt platt machen. Das ist so mein Ziel. Ein bisschen schwieriger gemacht. Ihr seht's. Es wird schon knapp da oben, ne? Also die Spike Factory kriegt schon ihren Stress hier. Runde 41. Ich schaue, ob das jetzt geht, dass wir die hier upgraden können. 13.1 brauchen wir. Runde 41 haben wir. Ob ich das so lange durchhalte hier, weil, wie gesagt, wir haben keinerlei Sicherheit und so, das ist ein bisschen blöde. Runde 42. Herzen, aber nicht gerade wenig. Ich glaube, jetzt müssen wir nachlegen, Leute. Das sieht nicht gut aus. Und auch noch Regenbogenblumen, das sieht gar nicht gut aus. Jetzt müssen wir nachlegen. Jetzt ist es soweit, Leute. Da müssen ein paar Nägeln hin. No, war eine knappe Sache. So, Runde 43. Mal wieder nachlegen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Da mussten wir ein bisschen nachlegen. Das kostet natürlich auch Kohle. Das ist das Blöde. So kommen wir hier nicht vorwärts. Wenn wir immer nachlegen müssen. 13.6 brauchen wir, Leute. 13.6. So, Runde 44. Versuchen wir es nochmal. Ob es sich noch ausgeht. Bisschen Kohle. Dieses Nachlegen kostet auch Kohle. 10 mal draufdrücken, 300. Das geht dann auch ab. Aber jetzt geht es sich auf jeden Fall aus, Leute. Jetzt geht es sich auf jeden Fall aus. Gleich ist die geupgradet hier. Das dauert nicht mehr lange. Oh, geht sich nicht aus, Leute. Aber Runde 45 so gleich müsste das gehen. Es fehlen ja nur ein paar hundert hier. Und dann haben wir die dicken, fetten Spikes, die alles schön aufhalten. Wir haben sie! Und genau richtig, Leute, zieht euch das rein. Wirklich genau richtig. Ist echt wie bestellt. Nächste Runde kommt der Boss. Der kann den Boss noch nicht saugen. Das Upgrade habe ich nicht. Da muss die Spike Factory jetzt her. Ich hoffe, es geht sich aus, aber ich denke schon. Wir sind in Runde 45. Danach werden wir mal speichern. Du, über der Halbzeit sind wir schon. Die Spike Factory pflastert alles zu hier. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy Let's Play. Tschüss.